Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um GTA Online, denn heute zeige ich euch die After-Patch-Variante des Giftcast to Friends. Wie geil ist das denn, Leute? Und bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich euch schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video dazu lassen. Und außerdem, Leute, für die, die mich noch nicht abonniert haben, abonniert mich, so verpasst ihr die krassesten Glitches in GTA Online. Und Leute, für alle, ich habe am Ende des Videos eine kleine Ankündigung bzw. Überraschung für euch. Deswegen lohnt es sich diesmal wirklich dran zu bleiben. Aber Leute, ich würde sagen, fangen wir doch mal mit dem Glitch an. Was braucht ihr denn überhaupt für diesen Glitch? Für diesen Glitch braucht ihr eine LSK-Mitgliedschaft, denn ihr müsst hier die Teststrecke benutzen können. Außerdem, Leute, braucht ihr für diesen Glitch auch noch einen Bunker inklusive MOC. Im MOC, im dritten Teil, braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge. Und in diesem Lager für persönliche Fahrzeuge, Leute, braucht ihr ein Fahrzeug, was ihr für diesen Glitch verlieren könnt. Also am besten irgendein ganz billiges Fahrzeug, zum Beispiel eine kostenlose LG oder ein Fahrtschuhroller. Außerdem, Leute, braucht ihr für diesen Glitch eine Arena oder, Leute, oder einen Nachtclub. Und, Leute, ihr braucht in der Arena oder Nachtclub ein persönliches Fahrzeug. Aber dieses Fahrzeug werdet ihr nicht für diesen Glitch verlieren, deswegen keine Sorge. Außerdem, Leute, braucht ihr für diesen Glitch auch noch einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Und optimalerweise, Leute, hat auch euer Freund das Fahrzeug, was ihr gerne haben möchtet. Habt ihr das? Sehr gut. Das bedeutet, wir können mit dem Glitch anfangen. Als erstes, Leute, seid ihr mit eurem Freund in einer Einladungssitzung. Und ja, es ist sehr wichtig, Leute, dass es wirklich eine Einladungssitzung ist. Gut, seid ihr beide in dieser Einladungssitzung drinne, fahrt ihr jetzt zum LSK mit eurem persönlichen Fahrzeug. Denn im ersten Teil des Videos zeige ich euch, wie ihr euch verglitschen könnt für den Giftcast to Friends Modus. Seid ihr jetzt im LSK angekommen, Leute, müssen wir jetzt auf die Teststrecke. Das bedeutet, ihr steigt ins euer Fahrzeug wieder ein, drückt Viereck und dann X für die Teststrecke und geht auf mit anderen Spielern beitreten. Gut, seid ihr jetzt auf der Teststrecke, dann haltet mal die 3x-Taste gedrückt. Ihr werdet merken, Leute, dass unten rechts sich ein Balken lädt. Und zwar, wenn dieser Balken vollgelaufen ist, werdet ihr diesem Exit-Menü sein vom LSK-Meet. Und das brauchen wir später. Hier könnt ihr einfach mal Kreis drücken, denn ihr müsst es schaffen, das Optionsmenü zu öffnen und kurz dann später diesen Exit-Menü zu bekommen. Das bedeutet, ihr haltet jetzt erstmal die Optionstaste gedrückt und erst danach haltet ihr die Dreieckstaste gedrückt. Ihr werdet sehen, dass wieder der Balken volllädt und ihr müsst im richtigen Moment die Optionstaste wieder loslassen, bevor der Balken komplett vollgelaufen ist. Und euer Ziel ist es natürlich, dass euer Optionsmenü offen ist, aber auch dieses Exit-Menü im Hintergrund ist. Gut, in meinem Fall habe ich das hier gerade leider nicht geschafft, aber Leute, das Timing ist nicht schwer, deswegen versuchen wir es einfach direkt noch einmal. Sprich, hier einfach nochmal Kreis drücken. Ich hatte es wieder die Optionstaste gedrückt, wieder Dreieck gedrückt, der Balken lädt sich voll und Optionstaste wieder loslassen und Balken ist vollgeladen und zack, boom, bam, ich hab's geschafft. Ich habe jetzt hier das Optionsmenü offen und ihr seht auch im Hintergrund, dass ich dieses Exit-Menü habe. Gut, Leute, was müsst ihr jetzt als nächstes machen? Als nächstes müsst ihr jetzt tatsächlich komplett auf die Karte gehen, drückt einmal das Touchpad, dass ihr wirklich die Karte seht und müsst jetzt über diese Karte einen Job starten. Im Malfa habe ich hier einfach ein Rennen von dem an, dieses macht zwei Kreuze genommen und ihr startet jetzt den Job. Aber bitte Achtung, Leute, ihr startet nur den Job. Ihr werdet hier eine Meldung bekommen, ob ihr euch sicher seid, dass ihr den Job starten möchtet. Hier drückt ihr natürlich X, aber bitte achtet darauf, dass ihr nur diese Meldung bestätigt und nicht die im LSK-Meet, ob ihr das LSK-Meet verlassen wollt. Das bitte nicht bestätigen und sonst irgendwas. Deswegen nur einmal X drücken, nicht X spammen. Ihr werdet jetzt in den Jobmenü geladen. Es wird auch ganz minimal verbuggt sein, aber auch nicht viel. Was müsst ihr jetzt machen, Leute? Ihr verlasst einfach den Job. Und Leute, ihr werdet merken, dass ihr jetzt auf dem Dach gespawnt seid, unsichtbar und gefreezed. Und ja, das ist ziemlich unpraktisch, aber so soll es auch sein, Leute. Denn als nächstes müsst ihr jetzt euer Freund in ein Jobmenü gehen. Das kann er über einen schnellen Job machen oder er startet einen Job übers Optionsmenü. Je nachdem, was euer Freund halt macht. Gut, in meinem Fall ist mein Freund einfach ein Jobmenü gestartet. Hier, Job für einen Titan zum Beispiel. Gut, wenn euer Freund gesagt hat, ey, yo, er ist jetzt im Jobmenü drin oder halt in einer Aktivität, dann drückt ihr jetzt die Optionstaste. Und Leute, ihr könnt jetzt hier einfach zu Freunde gehen und eurem Freund beitreten. Aber gut, in meinem Fall ist die Freundesliste viel zu groß. Deswegen bin ich jetzt hier einfach auf Online, Spieler. Und da werden auch nur die aktuellen Spieler der aktuellen Sitzung gezeigt. Ne? Deswegen sind das nur wir beide. Und jetzt gehe ich hier auf seinen Namen und gehe auf Spiel beitreten. Aber Leute, dadurch, dass wir in einer Einladungssitzung sind, werden wir zwei Meldungen erhalten. Einmal, ob ihr euch sicher seid, dass ihr die Sitzung beitreten wollt, da drückt ihr natürlich X. Und die zweite Meldung, die kurz danach kommt, ist ja, dass ihr eine Einladung braucht, um diesen Job beizutreten. Das bestätigt ihr auch einfach mit X. Und ihr werdet kurze Zeit später auf dem Dach spawnen, aber ihr seid sichtbar und könnt euch bewegen.
Sehr schön, Leute, denn ihr müsst jetzt einfach von diesem Dach runter. Das bedeutet, ihr geht einfach hier seitlich die Leiter runter. Denn als nächstes müsst ihr jetzt zu eurem Nachtclub oder Arena, je nachdem, was ihr besitzt. Gut, in meinem Fall habe ich mich jetzt einfach für einen Nachtclub entschieden. Seid ihr beim Nachtclub angekommen, Leute, müsst ihr euch jetzt ein Fahrzeug bestellen, was aus diesem Nachtclub ist. Also es bedeutet aus der B2, 3 oder B4 Garage. In meinem Fall habe ich jetzt einfach ein Fahrzeug aus der B4 Garage bestellt. Wurde das Fahrzeug geliefert, Leute, müsst ihr jetzt einfach dort einsteigen und tatsächlich wieder zurückfahren, wo ihr das Fahrzeug her habt. Also in meinem Fall die B4 Garage. Habt ihr die B4 Garage ausgewählt, werdet ihr einen richtig verbuggten Ladescreen haben. Was müsst ihr tun? Ihr müsst einfach nur noch aussteigen. Und ihr werdet kurze Zeit später wieder an der Oberfläche gespawnt. So, jetzt in der Theorie seid ihr schon verglitscht und ready für den Giftcast to Friends. Aber Leute, dieser Modus ist flüchtig bzw. sehr variabel. Das bedeutet, ihr könnt zwar verglitscht sein, aber ihr fallt manchmal durch die Map und stirbt und seid dann nicht mehr verglitscht zum Beispiel. Deswegen gibt es hier einen Zusatzschritt, der nicht Pflicht ist für diesen Glitch. Aber wenn ihr habt, solltet ihr ihn machen. Denn der Zusatzschritt ist nämlich der hier. Ihr geht in das Interaktionsmenü, geht auf Inventar und bestellt euren RC Bandito. Habt euren RC Bandito bestellt bzw. seid da drinnen gespawnt, drückt einfach wieder Dreieck, um auszusteigen. Und sobald ihr aussteigt, Leute, achtet jetzt darauf, wie ich spawne. Denn ich spawne blinkend. Und das bedeutet, ihr seid ready für den Giftcast to Friends und ihr fallt auch nicht mal durch die Map, was vorher aber passieren konnte. Deswegen, so seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Aber ich betone hier auch nochmal, Leute, dieser Schritt ist kein Pflicht. Gut, Leute, egal ob ihr jetzt einen RC-Part gemacht habt oder nicht, ihr müsst jetzt nämlich als nächstes zu der Giftcast to Friends Location. Und zwar ist diese Location hier. Seid ihr jetzt hier, Leute, müsst ihr jetzt über das Interaktionsmenü euren MOC zu euch bestellen. Dafür öffnet ihr das Interaktionsmenü, geht auf Sonderfahrzeuge und geht auf mobile Kommandozentrale und mobile Kommandozentrale anfordern. Hat euer MOC angefordert, müsst ihr das Fahrzeug aus eurem MOC bestellen, was ihr für diesen Glitch verlieren könnt. Also in meinem Beispiel ist es jetzt hier ein kostenloser Elegy. Dafür gehe ich wieder ins Interaktionsmenü, gehe auf Sonderfahrzeuge, gehe auf mobile Kommandozentrale und gehe auf Fahrzeug anfordern. Gut, wurde jetzt beides geliefert und euer Freund ist mittlerweile auch an dieser Location angekommen und hat auch das Fahrzeug mitgebracht, was ihr gerne haben möchtet, steigt ihr jetzt ins Fahrzeug an und euer Freund auch. Euer Freund drückt jetzt einfach nur die Optionstaste, dass er in diesem Kartenmenü ist. Hat euer Freund das gemacht, könnt ihr jetzt zu eurem MOC hinten reinfahren. Und zwar, Leute, sobald ihr mit eurem Fahrzeug hinten am MOC dran seid und die rechte Pfeiltaste drückt, werdet ihr gefreezed sein, aber auch nur so lange, wie euer Freund aus dem Fahrzeug rausgeschmissen ist. Wurde euer Freund rausgeschmissen, müsst ihr jetzt mit dem Fahrzeug einfach ein paar Meter zurückfahren. Gut, euer Freund kann jetzt auch das Optionsmenü wieder schließen. Ihr müsst jetzt nämlich mit eurem persönlichen Fahrzeug so weit zurückfahren, dass dieser blaue Kreis, wenn ihr zu Fuß seid, seht. Das ist ganz, ganz wichtig, Leute. Dieser blaue Kreis muss sichtbar sein. Denn als nächstes machen wir die sogenannte Franklin-Methode. Das bedeutet, wir halten jetzt die untere Pfeiltaste gedrückt und wählen einen Story-Modus-Charakter aus. Haben wir einen Story-Modus-Charakter ausgewählt, erhalten wir eine Meldung in GTA. Diese Meldung bricht ihr mit Kreis ab. Aber Leute, diesen Schritt müsst ihr tatsächlich bei jedem Durchlauf machen. Also denkt daran, dass ihr wirklich hier auch diesen Story-Modus-Charakter auswählt und abbricht. Denn als nächstes müsst ihr jetzt zu Fuß in euren MOC reingehen. Und zwar geht es hier auf alleine beitreten, was ganz, ganz wichtig ist. Gut, ihr haltet jetzt einen endlosen Blackscreen. Was macht ihr aus diesem Blackscreen wieder rauszukommen? Nach ca. 6-7 Sekunden könnt ihr wieder die untere Pfeiltaste gedrückt halten und wählt wieder einen Story-Modus-Charakter aus. Aber ihr seht das nicht, das müsst ihr so gesehen nach Bauchgefühl machen. Habt ihr einen Story-Modus-Charakter ausgewählt oder habt es geschafft, ihn auszuwählen, dann erhaltet ihr in GTA wieder diese gleiche Meldung, ob ihr euch sicher seid, dass ihr in Story-Modus möchtet. Das bricht ihr hier auch mit Kreis ab. Und ihr werdet jetzt unsichtbar spawnen. Und jetzt muss es schnell gehen, Leute, denn ihr müsst jetzt zum Fahrzeug rennen, was ihr gerne haben möchtet. Und sobald ihr eingeschieden seid, zack, boom, bam, das Fahrzeug gehört euch. Wie geil ist das denn? Und nein, Leute, keine Sorge, euer Freund verliert das Fahrzeug natürlich nicht. Und ich zeige es hier auch noch. Ich bin jetzt mit dem Fahrzeug wieder rausgefahren. Und ihr seht, Leute, dass mein Freund so gesehen das Fahrzeug noch hat und ich genau die exakte Kopie jetzt besitze. Und das Fahrzeug ist tatsächlich jetzt komplett eures. Ihr könnt das tunen, ihr könnt das theoretisch verkaufen. Aber Leute, hier auch ein Wort dazu. Das Fahrzeug ist eine dreckige Kopie, also besser nicht verkaufen, wenn es nicht krass notwendig ist. Und ihr könnt damit auch Rennen fahren oder sonst irgendwas. Es ist tatsächlich jetzt einfach komplett euer Fahrzeug. Wie geil ist das denn, Leute? Deswegen, Leute, lasst doch jetzt schon mal einen fetten Daumen nach oben da. Aber Leute, am Anfang des Videos habe ich ja gesagt, ich habe eine kleine Ankündigung bzw. Überraschung für euch. Denn ich veranstalte öfters einen Giftcast to Friends Stream. Das bedeutet, ich verschenke meine Autos an euch.
Und falls ihr auch Autos von mir haben möchtet, denn ich habe sehr, sehr viele gemoddete bzw. gemerchte Fahrzeuge, dann kommt auf meinen Discord-Server, denn über den Discord-Server werde ich nämlich den GIFcast to Friends Stream leiten. Deswegen, falls ihr Fahrzeuge haben möchtet und ich werde auch einen kommenden Samstag streamen, dann seid mit dabei auf dem Discord-Server, dann habt ihr auch Chance, ein Fahrzeug oder mehrere Fahrzeuge von mir zu bekommen. Aber Leute, das war's schon mit dem Video. Wenn euch dieses Video weitergeholfen hat und euch sogar gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Aber ich bin raus, Leute. Euer Bombard. Ciao.